Immer wieder der Blick auf den Forscherbildschirm, dass die Karte noch aufnimmt, regt mich ja echt auf, ey. Muss mir jetzt einen neuen Wasserkühler kaufen für meinen PC, weil mein alter kaputt war, beziehungsweise nur die Beleuchtung, aber ist mir egal. Ich zahle ja nicht Aufpreis für eine Beleuchtung, die da nicht geht. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Dafür Truck Simulator Folge 257. Wir stehen kurz bevor die XXXXXXXL Aufgabe zu bestreiten. Und zwar vollständig. Es fehlt nur noch dieses Fahrzeug, was den Berg hoch muss, und dann sind quasi alle Fahrzeuge safe. Der Weg danach ist ja pillepalle einfach. Dementsprechend sehr zuversichtlich, dass wir da jetzt die Folge aber mit dem hier erstmal den Berg machen und dann mit dem P12 vielleicht schon zur Mine kommen dieses Mal. Wäre auf jeden Fall cool. Ja. Machen wir es auf den Weg und dann ist gut. Den tanken wir dann auch nochmal gleich voll und dann muss es halten bis zur Goldmine, wobei wir dann auch noch genug haben, nochmal zu tanken, also gar kein Problem. Ach, da habe ich dich wieder erwischt, du Spast. Leider nicht behoben. Sehr, sehr schade. Letzte Folge lief es. Immerhin komplett durch. Und jetzt macht die Capture-Karte wieder Mist. Fantastisch. Muss ich also schon mal meine Investitionen für 2021 mit reinplanen. Eine schöne neue Capture-Karte, damit ich diese Scheißprobleme nicht mehr habe. Danke Avamedia für gar nichts, wa? Muss ich wieder auf Elgato gehen, ich sehe das doch. Die gute alte Elgato. Und dann ist gut. Aua, hä? Wo hab ich denn jetzt gerade bitte Motordamage kassiert? Und warum, bitteschön? Ja, na schön. So. Mal alle dreien, was geht. Durch das Schlammfeld durch. Habe extra auf 6 Uhr gestellt, damit es mal ein bisschen dunkel ist und es gleich hell wird, aber auch und dann erstmal hell bleibt. Das ist ja wann ist es hell? 9 Uhr, 10 Uhr, so. Wenn wir direkt auf 13 Uhr stellen, dann ist es wieder zu schnell dunkel. Ist das blöde. Aber bei 6 Uhr ist es mir dann auch wieder zu dunkel. Das ist eigentlich ungünstig. Ich würde die Zeit gerne genauer einstellen können und dann mal auf 10 Uhr stellen oder so. Ja. Wieder hoffen und wieder glotzen, dass die Karte läuft. Kann ja echt nicht wahr sein, also keine Ahnung. Weiß ich nicht warum. So. Langsam aber sicher geht's weiter hier. Gleich kommen wir den Berg hoch. Das haben wir dann in den ersten 10 Minuten. Und dann in den anderen 10 Minuten geht mindestens ein Truck schon mal ans Ziel und liefert 8 Slots ab. Die zweiten 8 gibt es da hinterher. Die dritten 8 haben wir hier im Gepäck. Und die sind dann in der nächsten Folge am Ziel. Sage ich, wie es ist. Dann haben wir den Antarktik. Dann haben wir den Rang. Und dann haben wir diese Mission. Und das noch in dieser Aufnahmesession für mich. Nice. Sehr nice. Habe ich Bock drauf. Dann können wir nämlich endlich mal uns um andere Sachen kümmern. So, zack. Wir tanken nach. Und zwar, genau, wir tanken den Caterpillar und den, oh, wieso kann ich jetzt den nicht, geht's jetzt vielleicht? Nee. Warum nicht? Ja.
Kein Problem. Ich tank mir das einfach jetzt von dem auf. So, ach, jetzt geht's, ja? Schön. Müssen hier echt bessere Beleuchtung anbringen. Das ist, geht mir anders auf den Sack. Aber gut, schnell hochkommen tun wir mit dem Teil immerhin. Aber wir haben dieses Mal echt viel Motor-Damage gekriegt. Also da... Ja, Schnorchel ist halt nicht da, muss man mit leben, ist halt ein Feature, wie man so schön sagt, von diesem Truck hier. Auch hier ist eine Straße, wo ich nicht wissen will, wo man hier fahren kann. Das ist mir irgendwie zu blöd. Ah, das schmerzt auch wieder, dass ich hier so in der Luft hängt. Aber das geht schnell. Und der müsste das ja so schaffen. Oder war es nur Luck letztes Mal? Was zieht er an? Und ganz klar. Der Sieger. Der macht das. Tatsächlich. Ohne zu murren. Ohne zu zucken. Ohne zu gähnen. Schön. Erfreulich. Dann schaffen wir auf jeden Fall ein Gespann ins Ziel heute. So, wunderbar, wunderbar. Ah, haben wir jetzt natürlich ein bisschen blöd gemacht hier. So, ein bisschen ungünstiger Spot, wo man den jetzt hier stehen lässt, aber ich denke mal, der bleibt hier stehen. Ja, ich rate mal dem Truck, dass die Bremsen nicht versagen. Jetzt heißt es nur noch durch. So. Ja, ist auch wieder sehr großzügig ausgeholt. Aber scheint ja zu klappen. Und das hier ist ja dann einfach nur noch abgefahren. Das ist nichts Schwieriges hier. Kann eigentlich nichts passieren. Das heißt, wir fahren jetzt mit dem durch und fahren an den anderen schon mal so weit, wie es die Folge zulässt. Und in der nächsten Folge machen wir das dann alles zu Ende. Und dann passt das.
So. So, quasi ist ja um die Ecke schon das Ziel. Ne? Das ist gerade sehr schön. Ich freue mich gerade innerlich sehr, weil... Ah, als wir die Aufgabe zum ersten Mal gesehen haben, dachte ich mir so, ha! Genau. Genau. Ist klar. Als ob wir das jemals machen. Und jetzt sind wir quasi eine halbe Stunde vor dem Ziel entfernt, was jetzt quasi unmöglich ist, noch zu verkacken. Aber ich bin mal still, ne? Noch kann ja wirklich alles passieren und deswegen glaube ich es erst, wenn wir durch sind. Also nochmal volle Konzentration, nichts Leichtsinniges jetzt hier machen. Und dann können wir das hier ganz entspannt durchfahren. Und dann einen Haufen Knete und nochmal wunderschön einen neuen Truck kassieren. Dann sind es tatsächlich auch gar nicht mehr so viele Level zum Max-Level. Ich glaube, Level 30 ist ja das höchste. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile angehoben wurde, aber mir war so, als gab es nur 30 Ränge. Und wenn man die hat, dann ist man erstmal durch. Hat auf jeden Fall alles freigeschaltet, was gut ist. So, und da oben ist das Ziel. Da freue ich mich drauf. Ja, 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 ja. Freunde, das ist es doch. Oh, ein bisschen müde bin ich heute. Oh, morgen sind für mich ja auch erstmal die Ferien, beziehungsweise was heißt Ferien? Der Urlaub. Ist dann morgen auch wieder vorbei, dann ist auch wieder los. Bin heute deswegen auch extra schon wieder ein bisschen früher aufgestanden, um meinen Schlafrhythmus wieder ein bisschen Richtung Frühaufstehen zu bewegen. Ja, ist noch Luft nach oben. Sag ich so. Aber gut, dass ich jetzt schon ein bisschen müde werde, dann kann ich vielleicht nachher einigermaßen gut einschlafen. Ja. Ja. Ladung Nummer 1 ist doch durch, Alter. Jawohl. Ja, und es kratzt mich wieder, wo es geht. Ist das nicht schön? Machen wir mal nach ganz links. So. Hallo. Ja, ja, komm. So. Wir haben dabei 1, 2, 3 Stahlträger und einmal kleines Rohr. Du bist fertig, mein Lieber. Truck Nummer 2 beginnt die Tour. Alles klar, dann geht's los.
Sehr viel Sprit wird hier verbraucht. Ja, auch kein Ding. Mega. Bisschen riskant ist es ja schon, ne? Muss man auf jeden Fall aufpassen. Im letzten Moment vermasseln will ich das nun wirklich nicht. Worauf ich auf jeden Fall gespannt bin, ist die Animation, die wir wahrscheinlich wieder sehen werden. Dann. Ja, hier kann man glaube ich nicht fahren. Ja, der lenkt jetzt natürlich nicht so, wie man es gern hätte. Bah. Komm, zieh durch. Nach links. Links. Immer wieder der Blick auf die auf den Forscherbildschirm, dass die Karte noch aufnimmt, regt mich ja echt auf, ey. Muss mir jetzt einen neuen Wasserkühler kaufen für meinen PC, weil mein alter kaputt war, beziehungsweise nur die Beleuchtung, aber ist mir egal. Ich zahle ja nicht Aufpreis für eine Beleuchtung, die da nicht geht. Habe ich natürlich Rückerstattung bekommen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen was drauf zahlen, weil ich natürlich jetzt ein besseres Modell haben will von einer anderen Firma, zum Beispiel Corsair. Dementsprechend werde ich da wieder ein bisschen Geld los. Jetzt noch eine neue Capture-Karte, höchstwahrscheinlich, wenn ich Pech habe. Ist ja dann nicht ganz so toll. Echt jetzt? Ey, dieser Truck hier, ne? Sagen wir es. Bisschen näher wollte ich ihn schon dran haben. Einfach um besser reagieren zu können. Also Steine kann er echt nicht. So, das Gespann würde ich gerne noch ans Ziel bringen heute. Und dann kommt das letzte Gespann dann morgen. Ja, SnowRunner kommt ja täglich. Aktuell immer 16 Uhr, das heißt morgen 16 Uhr ist dann, falls ihr es aktuell schaut, kommt dann El Grande Finale, ja? Die Beendigung der Aufgabe. Dann können wir uns auch den Antarktik mal kaufen. Müssen wir wieder nach Russland vergehen, weil das ja wieder ein Azov ist. Na, gucken wir mal, was er drauf hat. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass der dann den hier ersetzt. In Zukunft für solche Sachen. Wir werden ja so eine Ladung sicherlich jetzt nicht zum letzten Mal gemacht haben. Fahren Sie bitte weiter nach rechts. Dankeschön. Da hinten ist ja schon das Ziel. Das machen wir jetzt noch schnell hier fertig mit dem.
Bin auf jeden Fall froh, dass die Ladung so gut gesichert ist auf dem Anhänger und nicht sofort runterfliegt, wenn man irgendeine kleine Vibration macht oder so. Andernfalls wäre das Game auch, glaube ich, nicht machbar, beziehungsweise würde nur dazu führen, dass die Spieler dreimal auf den Tisch schlagen und das Game dann nie wieder starten. Hashtag Ragequit und so. Was eher untypisch eigentlich ist für so ein Game, aber es kommt vor. Ja. Aber tatsächlich sind wir da. Noch nicht. Aber gleich. Dann fehlen nur noch die 8 Holzplanken. Unterkunftsbereich stimmt ja, warum auch immer das nicht verschwunden ist. Aber ich hoffe mal, dass er es dann anerkennt. Wenn nicht, haben wir natürlich ein großes Problem, weil ich nicht weiß, was ich dann machen soll. 2 von 2 steht ja da, deswegen gehe ich von aus, dass das stimmt. So. Das ist es. Laden wir ab, dann in der ersten Hälfte der nächsten Folge. Machen wir den anderen, der sollte ja hier ratzfatz da sein, nicht mal 10 Minuten wahrscheinlich. Und dann kaufen wir uns den anderen. Ja, aber schön. Hier ist ja gut, was passiert schon, ne? Das sieht ja jetzt auch gar nicht mehr so aus wie, wie kaputt, sondern das sieht ja wieder voll funktionsfähig schon fast aus. Und ich denke, da kommt auch wieder die nächste Animation dann gleich, wenn wir hier, dann wird das Dach wahrscheinlich noch zugemacht und so. So. Keine Rohre. Zack. Und 6. Fertig. Mein Lieber. Haben wir doch diese Folge. Nächste Folge geht es dann hier weiter. Der letzte Truck liefert dann die 8 Holzplanken und dann ist diese Aufgabe tatsächlich vorbei. Bin mega gespannt. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.